begrüß mal deinen Nachbarn, wenn er auch nicht ganz nah bei dir ist, aber dass du ihn zumindest mal mit deinem Blick begrüßt. Halleluja, Herr Jesus. Ja, wir haben uns heute hier versammelt, Herr, in deinem Namen. Wir haben uns versammelt, weil wir hören möchten, was du heute für uns hast. Herr, wir möchten gerne den Tag mit dir starten und wir haben uns dazu entschieden, heute von deinem Wort zu hören. Und ja, Herr, öffne du unser Herzen jetzt in Jesu Namen. Amen. 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 Ja, Gastfreundschaft ist ein biblisches Prinzip. Gastfreundschaft, die Bibel sagt, wir sollen gastfreundlich sein, wir sollen das üben. Ist auch ein Grund, ne, warum wir alle in Familienkreisen das auch lernen dürfen, dass wir unsere Häuser öffnen, dass wir unsere Geschwister einladen. Und vielleicht hast du auch noch andere Möglichkeiten, gastfreundlich zu sein. Und ich finde es ein Punkt, das ist heute nicht das Thema. Aber wenn wir gastfreundlich sind, dann lernen wir was. Also vielleicht hast du mal in einer WG gewohnt. Das ist so dieser extreme Teil. Wenn wir nämlich mit Menschen leben, dann ist das was anderes, als sich in einem Restaurant zu treffen. Das ist was anderes, als jemanden vielleicht mal einzuladen, auch ich sag mal zum Familienkreis. Wenn der nämlich bei dir eine längere Zeit ist, dann lernst du ihn kennen und er lernt dich kennen. Und ich sag trotzdem, die positiven Dinge überwiegen, weil wir einfach sehr viel mitnehmen können. Und wir haben in den letzten Jahren das immer wieder erleben dürfen, wie wir aus verschiedensten Gründen einfach Menschen einige Zeit lang, einige Tage lang, sogar einige Wochen lang bei uns waren. Und es ist nicht immer so leicht, es ist auch manchmal anstrengend, ja, aber es ist ein großer Segen und die Bibel sagt ganz klar, dass wir das tun sollen. Und dieser Aspekt, ja, man lernt sich kennen, man lernt sich wirklich sehr intensiv kennen und zwar gegenseitig. Und ja, jetzt möchte ich zum Wort kommen, in 1. Mose 3, Vers 8, da heißt es, am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Gott hat uns Menschen geschaffen und was macht Gott als erstes? Er kommt zu uns. Er hat uns in den Garten gesetzt, es war alles perfekt, es war alles super hergerichtet. Und dann sagt aber Gott, ich bin nicht da irgendwo ganz weit weg, sondern Gott ist bei den Menschen. Er hat diese Sehnsucht, bei den Menschen zu wohnen. Und das ist heute das Thema, Gott möchte unter den Menschen wohnen. Und wir gucken, wir gehen mal einmal durch die Bibel durch und schauen, wie sich das wirklich wie so ein roter Faden durch die Bibel zieht, dass er bei uns wohnen möchte. Das war im Garten Eden, wir wissen, das hat leider nicht lange angedauert, weil dann der Sündenfall kam und die Konsequenzen sehen wir bis heute. Aber das war dieser Maßstab, den Gott dargesetzt hat. So sollte das sein. Das war wirklich dieser Standard, den wir dort im Garten Eden sehen. So, aber Gott gibt nicht auf. Wir sehen das dann in 2. Mose 33, Vers 7, die Stiftshütte oder das Zelt der Begegnung. Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Und in Vers 11, der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Ja, wir sehen, dass Gott sich wieder nähert. Es ist wieder so, dass er sagt, nein, ich möchte einfach zu meinem Volk. Ich möchte einfach wieder dorthin. Ich habe einfach dieses Verlangen. Und dann geht es weiter. In 2. Samuel 7, Vers 6 heißt es, bis heute habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt. Seit ich mein Volk Israel aus Ägypten befreit habe, wohnte ich immer nur in einem Zelt und zog von einem Ort zum anderen. 1. Könige 8, Vers 6. Die Priester brachten die Bundeslade an den vorhergesehenen Platz, in den hinteren Raum des Tempels. Dort im Allerheiligsten stellten sie die Bundeslade unter die beiden Cheruben. Gott zieht in den Tempel ein. Er hat dann wirklich Wohnung genommen in Jerusalem. Er hat die Wohnung genommen im Tempel und dann gab es die, ja, also ich finde das so faszinierend,
wenn man das ein bisschen näher sich anschaut, dieser Tempel, ein Sechstel der Stadtfläche von Jerusalem hat er eingenommen, diese ganzen Abläufe, diese Wichtigkeit des Tempels in Jerusalem, weil da einfach Gott gewohnt hat. Ja, und dann kommt die Revolution, dann kommt Jesus. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Jesus wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Philipper 2, Vers 5, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Amen. Amen. Ja, ich mag diese Stelle in Philipper 2, so, wo das einfach nochmal so ganz prägnant zusammengefasst ist, was Jesus für uns gemacht hat. Gott kam unter uns und es war jetzt dann nicht nur so, es war dann jetzt schon anders. Es ist nicht, dass Gott in diesem Allerheiligsten gelebt hat, wo es ganz bestimmte Regeln einfach gab. Man konnte nicht einfach dahin. Wir sehen das dann am Kreuz, da ist der Vorhang vom Tempel zerrissen. Da war dann dieser Zugang da. Und warum war er da? Weil Jesus als Mensch zu uns gekommen ist, wie du und ich. Er war ganz Gott, aber er war eben hier auf der Erde, war er ganz Mensch. Und ja, was ist das, was für eine Qualität ist das auf einmal, wie Gott sich uns nähert? Es ist nochmal wirklich dieser ganz große Schritt einfach auf uns zu, um wirklich direkt Gemeinschaft zu haben mit uns. Von Angesicht zu Angesicht. Nicht mehr wo Mose und nur ganz bestimmte Leute und man durfte Gott nicht anschauen. Es war eine andere Zeit im Alten Testament, aber da kommt Jesus wirklich als Mensch und wir sehen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und wer hatte Gemeinschaft? Die Könige und die Herrscher der Welt hatten Gemeinschaft mit ihm. Nein, die einfachen Leute. Wir hatten doch Gemeinschaft. Die einfachen Leute. Und wir sehen einfach, was Jesus da macht. Diese Gemeinschaft, Gott nimmt wirklich da Wohnung. Ja, und wo stehen wir heute? Der geht noch mehr. Der geht noch einen Schritt weiter. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber Johannes 14, Vers 6, darum werde ich den Vater bitten, dass er euch an meine Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Vers 26, der Heilige Geist, der euch der Vater an meine Stelle als Helfer senden wird, wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Jesus antwortete zu und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Halleluja. Ja, jetzt kommt der Heilige Geist und ist nicht nur quasi als Mensch neben uns, sondern nimmt in uns Wohnung. Das heißt, egal wo wir jetzt sind, auch wenn wir alleine sind oder egal wo wir sind, Gott nimmt Wohnung in uns drin. Das heißt, auf einmal sind wir dieser Tempel, wo wir im Alten Testament von lesen. Und das ist das, was wir heute in Anspruch nehmen dürfen. Das ist das, was wir heute sehen. Und ja, ich möchte noch dann auf die Zukunft blicken. Das neue Jerusalem in Offenbarung 21, Vers 1. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn die vorherigen Himmel und die vorherige Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben.
Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der, der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Das ist diese Wiederherstellung des Zustands im Garten Eden, die wir einfach wissen, dass das in der Zukunft so sein wird. Und was sehen wir hier? Wir müssen nicht irgendwo hingehen. Wir müssen nicht quasi uns jetzt irgendwo entfernen und sagen, nein, wir sehen das hier in Vers 2. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, vom Himmel, aus dem Himmel herabkam. Gott kommt wieder zu uns. Er wird wieder zu uns kommen. Und er wird unter uns leben. Er wird das wiederherstellen, was kaputt gegangen ist. Er wird das vollständig wiederherstellen. Halleluja. Und wie wunderbar ist es, ja, dass wir aber nicht nur diese Aussicht haben, sondern dass wir wissen, dass der Heilige Geist jetzt, dass Gott jetzt schon Wohnung in uns nehmen will, so dass es näher doch eigentlich gar nicht mehr geht. Und ich finde es ja einfach sowas Besonderes. Es ist nicht so, dass wir quasi irgendwas machen müssen, dass wir irgendwo hingehen müssen, dass wir uns quasi bewegen müssen. Ne? Es ist Gott, er kommt zu uns. Ne? Wir müssen ihn nur lassen. Wenn wir ihn nicht lassen, dann kommt er nicht zu uns. Aber wir müssen es nur zulassen, dass er kommt. Und dann nimmt er in uns Wohnung. Und da möchte ich uns ja heute ermutigen, dass wir das sehen, was das bedeutet. Was bedeutet das, wenn Gott Wohnung nimmt? Wir lernen ihn kennen und er lernt uns kennen. Und wir haben das eingangs gesagt. Das ist was anderes, als nur mal so am Sonntag mal so zum Kaffee eingeladen werden, wo vielleicht alles noch so ganz schick ist. Da kann man so gewisse Dinge noch aufrechterhalten. Aber wenn Gott bei uns wohnt, dann lernt er uns wirklich kennen. Aber wir lernen ihn auch wirklich kennen. Und lasst uns wirklich das ja heute in Anspruch nehmen, ne? dass Gott wirklich, dass er in uns lebt, Tempel des Heiligen Geistes, egal wo wir hingehen. Nicht nur jetzt hier im Frühgebet, wo wir das Wort empfangen, sondern jeden Tag, wo wir auch hingehen. Dass wir ihn kennenlernen und dass wir auch erlauben, dass er uns kennenlernen darf. Amen. Halleluja, Jesus. Herr, wir danken dir, Herr, für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, ja, dass du, Herr, der Gott bist, der bei uns Wohnung nehmen möchte. Halleluja, Herr, wie wunderbar ist es, Herr. Ja, Herr, wir sind Sünder, Herr. Herr, wir sind einfache Menschen. Wir sind, ja, Herr, wir sind gefallen, Herr. Herr, du hast uns nach deinem Ebenbild gemacht, aber, ja, Herr, wir haben diese sündige Natur, Herr, und, ja, wir haben so viel Schlechtes, so viel Falsches gemacht. Und trotzdem sagst du, ich möchte Wohnung nehmen bei den Menschen. Herr, wir sehen das, Herr, so oft hat dein Volk, Herr, den Rücken gewandt. So oft hat dein Volk zu anderen Göttern gebetet. So oft haben sie dich im Stich gelassen. Und doch bist du immer wieder zu ihnen gekommen und hast gesagt, ich möchte bei meinem Volk wohnen. Ich habe diese Sehnsucht. Und Herr, ich danke dir, Herr, dass du auch zu uns Sündern, Herr, gekommen bist und dass du auch immer wieder an unsere Tür klopfst. Und ja, wir wollen sagen, ja, komm du herein. Wir wollen nicht nur dich mal kurz zum Kaffee einladen, sondern wir wollen wirklich sagen, nimm du Wohnung. Wohne du bei uns, Herr, jeden Tag, Herr, in jeder Situation. Herr, lerne uns kennen. Wir wollen wirklich das erlauben, Herr, dass du uns kennenlernst. Halleluja, Herr. Ja, und wir wollen dich kennenlernen, Herr, so wie du wirklich bist, Herr. Wir loben und preisen dich und danken dir, Herr, für diesen Morgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.